Amerswil, Amerswil. Schön, schön. 700 Leute wohnen hier. Kein einziger Laden hat es. Kein Bäck, keine Metzgerei, kein Kaffee, keine Bar. Das ist Amerswil. Aber der Bus, der kommt. Hoi. Hoi. Kannst du lesen? Hä? Du, wo ist die Bibliothek? Hä? Wo ist die Bibliothek? Ich höre nichts. Das ist also die kleinste Bibliothek im Kanton Aargau. In einem Raum. Und der Vorteil ist, die Bücher, die da sind, die sind alle sehr aktuell. Und es wird sogar eingegangen auf persönliche Wünsche. Also wenn jemand sagt, hast du nicht das oder das Buch, dann wird das besorgt und dann steht das dann auch hier im Regal. Also ehrlich gesagt, so klein ist es hier eigentlich gar nicht. Es ist einfach ein Raum. Und der Raum, also den haben sie echt wirklich schön eingerichtet. Es ist gemütlich und da haben sie wirklich alles rausgeholt. Und hier sitzen sie zusammen und lesen mit den Kindern. In Amerswil gibt es schon seit 1857 eine Bibliothek. Jetzt aber vor einem Jahr wollte man die zumachen. Und jetzt sind eben die drei Frauen gekommen und haben die Bibliothek gerettet, muss man sagen. Und zwar betreiben sie die freiwillig, also ohne Lohn, für Kinder. Dass Kinder einen Ort haben, wo sie Bücher auslehnen können. Aber auch für die Erwachsenen. Wie es eben in Amerswil fast nichts gibt, wird die Bibliothek auch zu einem Kaffee und zu einem Treffpunkt für das ganze Dorf. An mehreren Orten im Dorf haben sie so Bücherboxen aufgestellt. Hier bei der Schule hat es gerade eine, zum Beispiel auch bei der Kirche haben sie so eine Bücherbox. Und man kann sitzen und ein Buch rausnehmen und lesen. Die Meinung ist nicht, dass man selber das Buch drin tut. Bei der Kirche hat es allerdings mal jemanden gehabt, der das Buch dort versorgt hat. Es heisst, auf der Suche nach dem perfekten Liebhaber. Starker Stoff. Das Coole ist, die Bibliothek ist hier im Schulhaus inne. An anderen Orten ist es so, dass man Mühe hat, vielleicht Kind in die Bibliothek zu bringen. Und da sind sie Tür an Tür. Und sie haben so Freude, die Kinder, dass sie auch selber mithelfen wollen. Also die helfen beim Ausleihen oder auch beim Stempeln der Bücher. Und zwei von den Bibliothekarinnen die arbeiten auch in der Spielgruppe. Das heisst, die gehen sogar mit den Spielgruppenkindern hierher. Und das ist super, die Kinder sind von klein auf um Bücher herum. Wimmelspass im Wald. Cool. Samstagnachmittag ist hier richtig Betrieb. Da sind hier Kinder am Spielen, am Shooten, am Umrennen. Und die Bibliothek ist offen und ab und zu gehen dann die Kinder, wenn sie Pause brauchen, in die Bibliothek und gehen ein Buch auslehnen oder lesen. Und dann ist auch eine Gruppe Buben reingegangen in die Bibliothek und da sind die einfach nicht mehr rausgekommen. Oder da sind die Buben da im Halbkreis um so ein Comic gestanden, gell, und nicht mehr aufgehört lesen und giggelt. Und dann ist die Bibliothekarin dann mal schauen, was die da anschauen, gell. Ui. Okay, jetzt check ich's. Ja, da könnt ihr euch so eine Tasche schnappen da, so ein Krätli, und dann könnt ihr wie beim Einkaufen könnt ihr da ein bisschen schauen, was auf was Lust habt. Oder ja, den nehme ich jetzt mal. Und das ist doch cool für die Kinder, oder? Wenn sie mega Freude haben, haben sie das ganze Krätli voll und dann gehen sie so auslehnen. Oder das sind jetzt die drei Frauen hier. Oder? Und, sie haben für sich Kärtchen gemacht, finde ich mega cool. Da haben sie ihre persönlichen Tipps. Komm mal schauen. Das muss ich auch mal auslehnen, glaube ich.
Anstatt ein Adventsfeister haben sie letztes Jahr die Idee gehabt, jetzt machen wir einen Adventsbaum. Und haben sie einfach im Dorf einen Baum ausgesucht, haben ihn geschmückt, haben Gedichte und Geschichten und Rezepte aufgehängt. Und das ist so gut angekommen im Dorf, dass sie gefunden haben, jetzt wollen wir für unser neues Logo auch so einen Baum haben. Und dann hat der Mann von der einen Bibliothekarin den Baum gestaltet. Das Logo ist mega schön geworden. So ein schöner alter Bus, vielleicht so ein Oldtimer-Bus, das würde sich wünschen. Ein Bus, der sich zu einer Bibliothek umbauen könnte. Eine fahrende Bibliothek, die Bücher aus Amerswil raus weiter in die Welt und näher zu den Leuten bringen. Was? 07 ist das letzte Mal ausgelehnt worden. Hä? Das ist doch eine Schande. Müssen wir jeden Tag lesen, so etwas? Schauen, ob ich hier noch hochkomme.